Willkommen zu einem kurzen Video. Es ist heute Morgen eine Zuschauerfrage reingekommen. Ein Herr oder Frau Maschos sagt, ich finde Physik sehr spannend, aber der Schulunterricht, den ich bisher hatte, war ziemlich doof. Also entweder viel zu leicht oder so gleichgültig, dass man einfach die Lust an Physik verliert. Wie finden Sie den Physikunterricht an Schulen? Würden Sie etwas daran ändern, wenn Sie es könnten? Danke für die Frage. Physik ist oft nicht das beliebteste Fach in der Schule und es hängt vielleicht ein bisschen davon ab, dass der Schulunterricht an sich und auch die Lehrpläne vielleicht nicht so ideal aufgesetzt sind, wie man das meiner Meinung nach sollte oder könnte. Ich finde Physik hat ja wie viele andere Fächer auch in letzter Zeit ziemlich Stundenbeschränkungen bekommen. Es wird weniger Physik unterrichtet als früher. Und die Physik, die da noch unterrichtet wird, ist meistens die Mechanik. Und das finde ich schade. Also die Mechanik ist ein schönes Gebiet, aber ich finde es nicht so wichtig, wie das dann herüberkommt, wenn man in der Schule nur Mechanik macht, vor allem die Kinematik. Es ist natürlich interessant, wenn man die Mathematik mit der Kinematik ein wenig anwenden kann. Die Ableitungen und die Geschwindigkeit der Beschleunigung, das ist schon spannend, aber man hat eben sehr selten wirklich die idealen Kinematik-Situationen, die man dann rechnet. Meistens hat man Reibung dabei oder man hat mehrdimensionale Kinematik und nicht eindimensionale, wie das meistens gemacht wird. Und dann nützt einem die Kinematik gar nicht so viel. Wenn schon Mechanik, dann finde ich, sollte man den Begriff der Kraft kennenlernen. Man sollte Arbeit, Energie, Leistung unterscheiden können. Man findet es doch gut, wenn man auch die Keplerschen Gesetze mal sieht, weil dort ist die Gravitationskraft dann in Reinkultur vorhanden, ohne Reibung und so weiter. Erhaltungssätze, warum nicht? Aber ich finde zum Beispiel, wenn man Physik vermitteln will, die Spaß macht, dann sollte man unbedingt auch die Optik dazu nehmen. Dann die Wärmelehre, auch die Elektrizitätslehre, wobei man hier auch ein wenig aufpassen muss, dass man da nicht in der Elektrostatik sich zu sehr hängen bleibt. Die ist relativ auch trocken und langweilig. Ich finde Magnetismus ist sehr spannend. Diese Sachen, und das finde ich, sollte auch ein Gebiet dabei sein, wo man wählen kann, zum Beispiel das Gebiet Kernphysik, Radioaktivität oder ein Gebiet Biophysik oder Medizintechnik, irgend sowas, wo man dann nachher noch sieht, wo die Physik eben auch hinführt, nicht nur, dass es so als trockene Mathematikanwendung stehen bleibt.